Servus zusammen, hallo und willkommen bei Bärpo. Ich bin die Jule. Und ich bin der Simon. Ich schieße seit ein paar Jahren jetzt Bogen. Jule, wie lange schießt du schon Bogen? Ja, schon als kleines Kind, auch auf Turnieren schon geschossen und immer dabei geblieben. Okay. Ja, also zusammen haben wir dann doch, glaube ich, ein paar Jahre Erfahrung. Grund des Videos ist, wer oder jeder, der anfängt, macht Anfängerfehler. Ich habe viele Anfängerfehler gemacht. Ich weiß nicht, Juli, wie es bei dir war. Mit Sicherheit auch, gell? Und ich hätte mir viel, sagen wir mal, Zeit und auch den ein oder anderen Schmerz und aber auch Geld erspart, wenn ich gleich gewusst hätte, wo ich hinlangen soll. So. Also haben wir uns heute gedacht, wir machen ein kurzes Erklärbär-Video und zeigen mal so die gängigsten Fehler, die man am Anfang macht und dass ihr einfach so einen kleinen Leitfaden habt, worauf man achten kann. Man muss nicht drauf achten, aber es ist uns einfach eine Herzensangelegenheit, den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen auch eine Männersache. Ich glaube nicht, dass Frauen so stark darauf gehen, zu hohes Zuggewicht. So. Man sieht es immer, ja, starke Bögen sind auch viel in den Medien vertreten. Ich will einen starken Bogen, weil wenn ich jetzt nur 30 Pfund schieße, dann bin ich kein Mann. Das ist so dieses typische Brustgetrommel. Und ich kann nur sagen, nehmt euch am Anfang einen Bogen mit einem leichteren Zuggewicht, achtet auf die Technik, kommen wir später dann auch nochmal drauf, aber das erleichtert es. Weil wenn man schon am Bogen dranhängt und man muss dann schon so zittern, dass man es überhaupt halten kann, ist nicht gut. So, dann hat man nicht den Fokus auf der Technik, passieren Fehler. So, das andere ist das richtiges Equipment. Angefangen beim Bogen, es kommt auch auf die Körpergröße drauf an. Jule, wie groß bist du? 1,63. Wenn man jetzt der Jule so einen Langbogen mit 66 oder 68 Zoll in die Hand drücken würde und die hat dann aber nur einen Auszug von 24 oder 25 Zoll, dann kommt der Bogen gar nicht in den Performance-Bereich. Das heißt, wenn ihr dann irgendwo 10, 15 Meter entfernt seid und der Pfeil fliegt schon runter beim Loslassen, macht keinen Spaß und es soll am Anfang auch Spaß machen. Also würde man sagen, so Jule, für deine Körpergröße irgendwas mit 60, 58 Zoll, sowas in der Ecke, da kommt passt der Bogen. Passt deutlich besser, ne? Genau, passt deutlich besser. Der andere Bogen ist ja fast schon so groß wie du. Heißt nicht, dass man das nicht als kleine Person schießen kann oder als, also wenn man jetzt nicht ganz so groß gewachsen ist, aber es geht ja eben auch darum, dass man Spaß hat. Das ist die Hauptsache. Ich komme gleich zum zweiten Punkt und zwar ist das die korrekte Ausführung. Der Fokus sollte am Anfang gar nicht unbedingt beim Treffen sein. Lieber loslassen, den Fokus bei sich zu behalten und auch das Außenrum eher auszublenden. Es geht nicht darum, sich gleich kleine Ziele zu stecken und ins Kill zu treffen, sondern lieber erstmal blanko im Pfeilfangnetz und einfach auf die korrekte Ausführung achten und seine Haltung auch im Kopf behalten. Genau, also einfach zu sagen, so, bevor ich jetzt mir vornehme, ein kleines Ziel zu treffen, voller Fokus auf Ablauf. Ja, immer wieder das Gleiche machen. Ich sage das Beispiel auch immer, Schuhe binden. So, als kleines Kind lernt man Schuhe binden, so, dann ist es immer noch relativ kompliziert. Heute können wir Schuhe binden, ohne hinzuschauen und genau das Gleiche ist beim Bogenschießen auch. Das ist ein Ablauf, den man dann verinnerlicht. Zu weite Distanzen, ja, erschwert es unnötig. Also, da sind wir wieder bei Thematik auch. Punkt 1, hohes Zuggewicht fällt auch dann zu weite Distanzen drunter. Man sieht ja dann auch, nehmen wir jetzt einfach mal einen Robin Hood, ja, der schießt, glaube ich, aus 300 Meter, trifft er noch ein Stückel. Ja, so. Stellt euch 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter von der Zielscheibe entfernt hin und schießt es immer für euch diese Distanzen ab. Alles andere kommt mit der Zeit. So würde ich so sagen, ich habe auch am Anfang gemeint, ja, dann stellen wir uns halt gleich 25, 30 Meter weg und es hat dann keinen Spaß gemacht. Wir hatten vorher auch die Diskussion oder das Gespräch, da hast du gesagt, es soll Spaß machen. Und am Anfang, wenn man jetzt sich gleich 20 Meter mit den ersten Pfeilen wegstellt und trifft dann die Zielscheibe nicht, ist recht schnell demotivierend, ne? Hat man dann recht schnell verliert man die Lust dann doch daran. Also eigentlich dann lieber nähere Distanz und dann ist die Trefferquote dann doch noch mal höher und man bleibt auch lieber am Ball. Genau. Komme ich gleich zum nächsten Punkt. Auch noch mal im Anschluss an mein vorheriges
Thema und zwar auch hier keine Überinterpretation. Also lass wirklich den Fokus auf dem Ziel, auch wenn du auf dem Parcours bist. Das sind bestimmt durchaus auch Leute, die vielleicht schon mal besser Bogen schießen als man selber. Aber bleib bei dir. Außenrum ist nicht so wichtig. Es ist ein Schritt für Schritt. Es ist auch ein gewisses Art von Training, um dahin zu kommen. Und nicht so viel auf die anderen schauen, bei einem selber bleiben und Schritt für Schritt dann eben besser werden. Genau, weil das ist immer so ein Fehler auch, gell? Man will ja immer gleich gut sein, ja? Das ist ja wie in jeder Sportart. Man schaut sich ein Fitnessvideo an, hat gleich einen Bizeps wie Arnold Schwarzenegger. Nein, es ist nicht so. Man kann auch nicht den Schuss machen wie Arjen Robben sofort, wenn man anfängt mit Fußballspielen. Also von dem her. Step by step. Genau, und fokussiert euch auf euch, das soll euch auch runterbringen. Auch mal vom Alltag weg, vom Stress weg, einfach bei euch bleiben, fokussieren und dann den Ablauf, den ihr ja geübt habt, immer wieder reproduzierbar anwenden. Und dann läuft's. Weiterer Punkt, Punkt 5, was uns auch wichtig ist zu sagen, ist, man soll sich Feedback einholen. Ja? Das ist dann auch immer so eine kleine Ego-Sache, ja? Weil wenn wir gut sein und wenn man meint, jetzt man trifft gut, dann passt es schon alles so. Ist oft nicht so. Also wir haben jetzt auch tatsächlich vorhin das gemacht, habe ich gesagt, Jule, bitte film mich mal, passt mein Ablass noch? So, also das heißt, man braucht am besten Fall einen Partner, mit dem man entweder Freund oder Lebensgefährtin, die einen dann filmt, ja, und sagt so, weil ein klareres Feedback als eine Videoaufnahme gibt es halt tatsächlich nicht. Ja, man hat auch oft einen Blick auf sich selber, einen anderen als einen Außenstehender. Du siehst dann vielleicht doch Sachen, die mir vielleicht gar nicht auffallen. Genau. Deshalb ist die Videoaufnahme da gar nicht so verkehrt. Genau, also das ist wirklich zum einen die Videoaufnahme oder dann aber auch, wenn man auf den Parcours geht, wirklich dann mal mit dem man unterwegs ist, sagen, gib mir bitte ein ehrliches Feedback, auch wenn das wehtut. Ja. Also ich hatte da auch schon die ein oder andere Diskussion, weil ich gesagt habe, ich treffe doch gut, was willst du mir jetzt hier erzählen? Nein, Ego ein bisschen zurückstufen und dann auch das zulassen, dass man Feedback bekommt. Ich komme gleich zum nächsten Punkt und zwar geht es um den korrekten Schussablauf. Also lieber erstmal den korrekten Schussablauf wirklich trainieren, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Routine auch sich aneignen, bevor man vielleicht einen eigenen Stil vom Schießen entwickelt. Ne, der Grundgedanke dahinter ist einfach, um auch bei dir anzuschließen, na, man trifft dann vielleicht gut, man baut aber vielleicht doch unterbewusst Fehler ein, die ich mir einfach antrainiere sozusagen. Ja. Ne, ich treffe dann und mir ist vielleicht das ein oder andere gar nicht bewusst. Na, und das heißt, lieber den korrekten Schussablauf wirklich von A bis Z durchtrainieren, einfach, dass eine Routine da ist und dann kann ich auch mir einen gewissen individuellen Stil aneignen. Genau. Na, aber erst das eine und dann das andere. Ja, ist leider manchmal so im Leben, aber wir sprechen einfach aus Erfahrung. Natürlich, es kann jeder so machen, wie er es machen will. Wir wollen euch einfach nur den einen oder anderen Tipp mitgeben, dass es halt dann leichter wird für euch. Ganz wichtiger Punkt, da gehe ich jetzt gleich rüber, Stand, Skateboard, Snowboard, das habe ich mir so eingeprägt. Ja, das sind wir jetzt genau auch, kommt auch zu dem Punkt eigener Stil, ja, wenn man gerade jetzt am Parcours unterwegs ist, dann sieht man ja auch immer wieder, muss man sich ein bisschen beugen, muss man ein bisschen anders sich hinstellen. Wichtig ist, sucht euch einen vernünftigen, festen Stand. Das ist egal, ob ihr jetzt am Parcours seid oder auch dann einfach nur auf Scheibe trainiert, schaut, dass ihr in einer Flucht steht, wie als ob ihr auf dem Skateboard oder Snowboard steht, dass ihr auch wirklich dahin schaut, wo ihr schießen wollt und das eine Linie ist. Hat mir jemand auf dem Parcours gesagt, als ich noch Anfänger war, zack, habe ich besser getroffen, hat mich gefreut, sind wir wieder bei der Feedback-Thematik. Zum nächsten Punkt ist auch die Ausführung, auch wie bei einem Muskeltraining, würde ich es schon fast vergleichen. Und zwar geht es darum, aus den Schulterblättern rauszuziehen. Man kann sich als kleine Eselsbrücke vielleicht gedanklich vorstellen, man würde einen Bleistift wirklich in den Schulterblättern festhalten wollen, sodass ich hinten raus aus dem Schulterblatt ziehe. Verbessert auch zum einen einfach meine korrekte Ausführung.
und zum anderen vermeidet es vielleicht auch den ein oder anderen Muskelkater oder Schmerz, wenn ich eben vielleicht nur aus meinem Arm oder aus der Schulter herausziehe. Wirklich beidseitig im Hinterkopf den Bleistift behalten, rausziehen und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Der letzte Punkt, den wir euch mitgeben wollen, Bogen auf 1 Uhr. Bogen auf 1 Uhr, was bedeutet das? Also, wenn man den Bogen jetzt so hält, am Anfang hat man oft das Problem, dass der Pfeil hier von der Pfeilauflage runterfällt. So. Wenn man den leicht schräg hält, eben deswegen auf 1 Uhr, dann erleichtert man sich das Ganze schon ein bisschen. Und was dann noch dazu kommt, viele denken, sie müssen den Pfeil festhalten. Genau, so. Ja. Und das müsst ihr nicht. So, die Nocke ist in der Regel, und so soll es auch sein, ist auch wichtig, dass die Nocke zur Mittelwicklung passt, fest hier auf der Sehne eingenockt. Das heißt, ihr müsst ihn gar nicht groß festhalten, ihr könnt ihn leicht berühren. Aber sobald ihr meint, ihr müsst ihn festhalten, den Pfeil, wackelt er. So, jeder, der am Anfang ist und die ersten Pfeile schießt, wird das kennen. Der Pfeil wackelt, fällt runter. Haltet ihn auf 1, versucht ihn nicht zu berühren und dann funktioniert das Ganze. Ja, kommen wir zum Schluss. Das waren unsere größten Einsteiger- und Anfängerfehler, nennen wir es mal, wo wir aber, wie gesagt, euch die Anleitung geben wollen, Dinge zu verbessern. Jetzt wollen wir von euch natürlich gerne wissen, was sind eure größten Anfängerfehler gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Genau, also darf auch gerne was Lustiges sein. Ich erzähle kurz was Lustiges von mir, von meinen Anfängerdingern. Mir hat nicht mal jemand gesagt, was eine Standhöhe ist. Ja, ich hatte mir auch so einen Langbogen gekauft, so, und hatte keinen Armschoner. Ist auch eine ganz wichtige Sache, so ein Unterarmschutz. Einen Bluterguss am Arm. Ja, das war jemand, ich hatte den gekauft von jemandem, der sehr oft aus Mittelalterfesten unterwegs ist. Und dann hat er gesagt, ja, früher war das im Mittelalter, die Ritter haben dann auch immer kaputte Handgelenke gehabt. Dann habe ich die ersten Pfeile geschossen, Standhöhe ist nach unten gegangen, hatte keinen Armschoner und dann habe ich jedes Mal hier auf mein Handgelenk drauf geschossen und das hat wirklich wehgetan. Hat mir dann tatsächlich temporär... Das dauert ja auch nicht lang, ne? Das sind zwei, drei Schuss, das tut genau. Schnell weh. Ja. Und dann habe ich mir ein Fensterleder drum gewickelt und habe dann weiter geschossen, bis ich dann auf den Punkt gekommen bin, okay, Standhöhe, und dann war das auf einmal nicht mehr der Fall. Ja. So, das war es jetzt schon wieder von uns. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ja, wenn nicht, dann sind wir auch immer offen für konstruktive Feedbacks, was wir vielleicht noch anderes mit dazu reinnehmen können. Wünschen euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert.